Alles, was man als Laie verkehrt machen kann, macht er verkehrt. Hast du noch nie gesehen, ne? Wenn man mal so weit ist, dass man schon Bratkartoffel aus dem Päckchen macht, dann kann man eigentlich nach Hause gehen. Wir fahren zu Rainer und Diana nach Basinghausen ins Mu-Bistro vor. Und das läuft halt nicht. Bevor der Rainer den Laden übernommen hat, war es ja das Kulturzentrum in Basinghausen, also Kuba. Und da hat er jetzt das Konzept auf Kühe abgeleitet. Also Kuba, der Name bleibt, nur dass es jetzt wohl mit H geschrieben wird. Und er hat diese Kuh-Disco, er hat dieses Mu-Theater und halt das Mu-Bistro. Was mir sofort auffällt, ist, dass es konzeptionell, wie man Kuh findet, kann man für sich selber werten. Sie ziehen es durch, ne? Sie ziehen es echt durch, konsequent. Es ist überall eine Kuh zu sehen. Ich finde es super witzig. Spannend ist auch, der Inhaber ist der Rainer und der ist eigentlich Radiomoderator. Macht aber nebenher eine Eventagentur mit seiner Frau. Kocht er selber? Also der Rainer ist auf jeden Fall nicht gelernter Koch. Er hat es einfach mal bei einem Angestelltenkoch, den er hat, hat es ein bisschen abgeschaut, ist aber von sich überzeugt. Ich kann kochen. Ich habe also durch meine Eventagentur viel mit Gastronomen zu tun gehabt. Also Foti, ich glaube, das wird so 50-50 die Chance, dass wir richtig gut essen. Also er ist okay. Halt doch ein Autodidakt, der normal am Mikro hockt und nicht am Kochtopf. Es ist aber auch so, wenn der Laden wirklich mal voll ist, so langsam, wie er sich da bewegt. Also es ist schon, also er ist schon schnell. Schnell müde hat man den Eindruck. Schnell müde. Der finanzielle Druck ist groß. Schlimm. Für Rainer noch viel schlimmer als für mich. Also ihr geht's schon sehr nah, er verrät nicht so richtig was, ne? Aber die Diana, die ist jetzt schon sehr gezeichnet, ne? Sehr traurig. Das hört sich alles spannend an. Wir fahren mal hin und holen die Kuh vom Eis, ne? Junge, das ist ein ziemlich langes Gebäude, ja? Aber schau mal, da oben steht Tanz, Theater, Literatur, Film, Kunst, aber nichts von Restaurant. Ah, hier oben steht Bistro, das ist aber wirklich schwer ersichtlich, ne? Ja. Das hier, der Ding Reifen vor der Tür, siehst du gar nicht. Nee, und alles vorher, also alles reingepackt. Jetzt gehen wir rein, oder? Ja. Ja, hallo. Hallo. Servus. Mu. Mu, genau. Das ist ein Begrüßungshallo, ist Mu, oder wie? Ja, genau. Mu und wir sagen dann Mu auch, so wie okay. Mu auch, Mu dir ein, Mu dir ein, cool. Ja? Machen wir es kurz und schmerzlos, wir haben einen Bärenhunger. Wo dürfen wir sitzen? Kommt bitte mit. Total nett hier. Kuhkonzept prinzipiell finde ich schon lustig. Also es ist irgendwie in diesen grauen Zeiten schon was Lustiges. Aber bei der Speisekarte ist es, die hat sich sehr distanziert von dem Thema Kuh. Ne? Nur weil bei der Pilzsoße Rahm drin ist, das reicht nicht, ne? Zur Hauptgang gibt es nämlich Schweineschnitzel, Spareribs vom Schwein, Putenschnitzel, Currywurst, Sahnehering, Ofenkartoffel, Camembert, Serrano-Schinken und Käse. Es taucht wirklich kein Rindfleisch auf. Nee, es ist kein einziger Hauptgang mit Rindfleisch. Das ist eigentlich bei der Kuh eigentlich schon, die ganze wird so homogenisiert. Ja, und beim Essen nicht mehr. Ne? Beim Essen bist du raus, Kuh. Ja, ja, schau mal. Ich habe hier eine Kleinigkeit für euch. Spanisches Olivenöl mit einem Mu aus Balsamico-Creme. Das ist auch mal eine neue Art von Amish Girl, ne? Mu. Suppe des Empfehlung des Kühnchens. Was empfiehlt denn der Kühnchen von heute? Da empfehlen wir heute einen Gazpacho. Okay, eine kalte Suppe. Eine kalte Suppe. Die Currywurst. Und hätte ich eine Sülze noch. Den Feldsalat mit den Räucherlachsstreifen. Spareribs, das wäre super. Vitalsalat und die Tomatensuppe. Schweineschnitzel mit Pilzrahmsoße. Als Putenschnitzel. Sahnehering mit Pellkartoffeln und Speckstippen. Okay. Danke. Das ist ganz schön viel Arbeit jetzt, aber ich hoffe, dass ich alles zeitgleich rauskriege. Gazpacho selber gemacht, abgeschmeckt. Tomatensuppe selber gemacht, abgeschmeckt. Kann man auch nicht viel falsch machen. Salate kann man eigentlich auch nicht viel falsch machen. Ich gehe davon aus, dass der Salat begast ist aus der Tüte und Dressing ist gekauft. Finde ich zu wenig für ein Restaurant. Salate sind unantastbar, die gehören frisch gemacht und das war einfach gar nichts. Was soll ich denn auch hierzu jetzt groß sagen? Das ist ein fertiges Balsamico-Dressing mit Feldsalat. Wir wissen, wie eine Paprika schmeckt, wie eine Tomate schmeckt. Der Lachs, haben wir gerade probiert, der ist jetzt okay. Der ist jetzt nicht seifig oder so, aber sehr wenig, ne, für den Preis. Ja. 7,90 Euro kostet der Feldsalat mit Lachs. Lachs waren vielleicht 30 Gramm, 40 Gramm. Der Feldsalat war mit zu wenig fertig Balsamico-Dressing beträufelt und unfachmännisch geschnittenes Kleingemüse lag noch oben drauf. Eigentlich eine Frechheit. Selbstgekauftes Dressing ist halt, dann kann ich auch in den Supermarkt gehen, dann mache ich dasselbe zu Hause. Dann kaufe ich den fertigen Salat, dann kaufe ich das fertige Dressing, schneide die gekauften Paprika und dann muss ich nicht mehr weggehen. Dann kann ich zu Hause auf dem Sofa liegen bleiben und mir das einverleiben. Was war schon einer los? Also, schmeckt nicht nach Kühlschrank, was auch gerne mal passiert. Ein bisschen Tabasco-Ton irgendwie. Aber auch ganz, also wirklich frisch. Erfrischend, irgendwie wirklich fein. Die Gazpacho war vom Grundansatz okay. Also ich fand es auch lustig mit dem Eiswürfel drin. Vorspeisen, Fazit, halb, ne? Es ist halt alles auf dem Niveau, dass man es nicht zurückgehen lassen würde. Ne? So, das muss man schon sagen. Aber ob ich jetzt deswegen wiederkommen würde, ist jetzt die Frage. Ne? Die Qualität des Sperms irgendwie, finde ich,
tipptopp. Die Currywurst glaube ich auch, dass sie ganz gut war. Bisschen süßlich, schmeckt ein bisschen nach Curry-Ketchup, ist aber irgendwie eine selber gemachte Soße. Also aber jetzt bei dem Anblick allein von diesem Schnitzel, ne, da fällt mir schon wieder die Lust. Diese Bratkartoffeln alleine, guck mal hier, wie gummimäßig die ist, das ist doch eine... Gebraten ist sie nicht, ne? Die ist ja nicht gekocht und selber gepellt. Das waren so Silikonkartoffeln aus der Industrie, die dann irgendwie die Pfanne gesehen haben. So, jetzt hast du ja auch den Schnitt, kannst du auch gleich mal deine Bratkartoffeln. Nö, ich lass dich erstmal schön in Ruhe. Wenn man mal so weit ist, dass man so Bratkartoffeln aus dem Päckchen macht, dann kann man eigentlich nach Hause gehen. Das ist, glaube ich, wirklich so, also Kartoffel kochen, selber pellen, kalt werden lassen und dann frisch braten, da geht es um ein bisschen kleinen Funken Ehrgeiz, nur einen kleinen Funken Ehrgeiz. Den kann man eigentlich erwarten. Fette Panierung drauf, es ist ja gar nicht mehr so viel Schnitzel darunter. Nicht plattiert gar nicht, das ist so ein ganzes Stück, das okay. So, es schmeckt halt nach fast nichts, ne? Also weder die Panierung schmeckt nach irgendwas, das ist einfach hart. Das ist irgendwie kein Schnitzel mehr, ne? Und das schmeckt's auch. Ja. Das ist einfach hart gebratener Schweinerücken irgendwie oder Schweinekeule von mir. Es war halt ein paniertes Schweinesteak. So, das ist jetzt eine Sülze, Freunde, die sieht brutal aus, ne? Ja. Die sieht aus, als wäre da was ganz Schlimmes zugefügt worden. Die hätte Nachholbedarf, sage ich mal. Ne? Die hätte fachlichen Nachholbedarf. Das ist einfach eine Überdosis Essig. Ne? Die heißt nicht Sülze, sondern das ist einfach gelierter Essig mit Fleischeinlage. Ja, man könnte so Sachen entkalken mit der Sülze. Ne? Die nochmal warm machen und dann auspolieren. Ne? Da löst sich der Kalk wieder auf. Die Speckstippe. Mhm. Also Speckstippe, berichte ich mich bitte. Speck, Zwiebeln ausgelassen. Das war's eigentlich. Ne? Mhm. Was haben wir hier? Hier haben wir ein Fett, vielleicht ist es Butter, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es, dann sind Schinkenwürfel, von Zwiebeln nicht die Spur. Und dann haben wir hier, also das möchte ich sagen, das ist ein der Sahnehering gekauft. Drei solche niedliche Dinge, 40 Gramm, 50 Und nichts Gramm. Dran selber gemacht, nichts. Es ist fertig aufgerissen, auf den Teller geklatscht. Das sah wirklich hilflos aus, also das war wirklich ein Hilfeschrei. Jetzt muss ich sagen, hat es mit dem Restaurant auch nichts mehr zu tun. Nein. Und nicht mit dem Bistro, nicht mit der Kneipe und gar nichts. Nicht mit Kochen. Wir müssen einfach die Gäste schützen und dann muss ich sagen, lieber Koch, liebes Köchlein, wir müssen mit dir reden. Das Mu muss sich mehr Mühe geben. Dann würde ich sagen, Zeit für Konfrontation, ne? Ja. Hallo, servus. Ich fange mal hier an, der Sülzenteller, ja? Wenn ich jetzt die Sülze nehme und dein Konzept nehme, dann sage ich auch, Eni, meine, mu und raus bist du. Okay. Was hast du da gemacht? Sülze ist immer schwierig. Entweder macht man zu viel Jus, zu wenig Jus oder sie ist zu essiglastig. Mit Rezept ist jeden Tag immer alles gleich bei Sülze. Also da hast du dich gerade mal ins Ausgeschossen. Ne? So ganz allgemein, das haben wir ja gegessen, jetzt bezahlen wir, gehen wieder und würden sicherlich nicht wiederkommen, jedenfalls nicht zum Essen. Und jetzt nochmal zu diesem Salat, das ist einfach ein Industrieprodukt. Ja? Der Salat ist gekauft, das Dressing ist gekauft, der Feta-Käse ist gekauft. Es gibt für mich kein Argument, keines auf der Welt für ein fertig gekauftes Dressing, keines. Ich wüsste nicht, wo ich Salat anders kaufen sollte. Salat wächst irgendwie an sich ganz anders. Der wächst, nicht, in, der wächst, der Salat wächst nicht so im Paket. So, ne? Der muss doch Salatköpfe kennen. Es war auch nie geplant, dass ich hier als Koch in der Küche stehe oder Diana draußen im Service. Wir wollten das Ganze anschieben, haben Köche gesucht. Dann meldete sich ein Koch und wir wollten eigentlich mit einer neuen Karte raus. Gemeinsam mit dem Koch? Gemeinsam mit dem Koch. Der war konform, war zweimal da, sagte dann, tschüss, bis morgen 14 Uhr, ich komme dann zum Vorbereiten. Kam nicht. Deswegen stecken wir ja auch in diesem Dilemma. Ist euch denn bewusst, dass, wenn ihr dieses Bistro erhalten wollt, dass es wahrscheinlich mindestens ein halbes, vielleicht sogar ein ganzes Jahr, die Situation noch genauso weitergeht? Wollt ihr das? Könnt ihr das? Ich bin mir da durchaus bewusst, dass ich da jetzt erstmal durch muss. Nein, dann gucken wir uns morgen alles an, die Zahlen, dann werden wir auch genau sehen, wo die Reise hingehen kann. Ich glaube, für die beiden war das auch ein ganz schöner Schock, dass das so gehört zu bekommen. Den Schuh muss ich mir halt anziehen, klar, logisch. Das Essen war ja eine Zumutung gestern. Zumutung. Ich hatte, glaube ich, im Nachhinein nicht meinen besten Tag, was das Kochen angeht. Okay, das haben wir geschmeckt. Dann Fehler passiert, die eigentlich mir nicht passieren dürften. Das kannst du nachher gleich wettmachen, weil wir beide gehen in die Küche. Ach je. Vielleicht zeigst du mir auch mal das ganze Objekt. Das die will Disco ich gerne. Und das ja, Theater will ich gerne tun. Bin ich schwer neugierig. Ja. Und wie machen Sie dann so, wenn du mit Kochen fertig bist mit Mike? Dann legen wir mal die Zahl auf den Tisch. In der ruhigen Ecke hin, setzen wir hin. Weil ich glaube, das ist immer der Schlüssel zum Erfolg. Okay? Komm, also auf geht's. So, es geht mir darum, die Abläufe hier in dieser Küche zu verstehen und zu verstehen, wie du agierst. Bing, bing, folgende Schnitzel neu, Rainer, bitte. Hallo, hallo. Ist jetzt kein was? Was machst du da? Plattklopfen. Ich kann auch einen Hammer nehmen. Könnte man zum Beispiel. Ja, habe ich aber nicht. Ich hab's mit der Pfanne gemacht. Ich kann auch eine Pfanne nehmen, eine kleine. Aber du machst es eigentlich mehr. Okay, gut. Ein Stück Fleisch mit der Hand klopfen, das gibt es nirgendwo. Ne? Es gibt einen Klopfer, damit klopft man Fleisch. Punkt, aus, Ende. Ne? Ich war auch gestresst und hab das dann halt so gemacht.
Weißt du, was passiert, wenn man eine Panade im Vorfeld einem Schnitzel antut? Und das liegt mal 10 Minuten? Wieso? Was? Panade weicht auf. Ich weiß. Also deswegen kann man das auch nicht einfrieren. Das ist der größte Fehler, den du machen kannst, wenn du mir sagst, du hast das dann schon paniert. Man kann es zwar geklopft haben, aber ein Schnitzel sollte zumindest dann wirklich erst paniert werden, wenn es in die Pfanne kommt, weißt? Ich merke, dass du echt viele Wege gehst, ne? Ja, ja, ich renne ganz gut. Naja, rennen kann man das nicht nennen, oder? Sagen wir es jetzt mal aus. Weiß ich nicht, was du davon hältst, aber ich mache die Sprühsahne in das Ei rein. Hast du noch nie gesehen, ne? Jetzt kommen die Bratkartoffeln kalt in die Pfanne mit Rapsöl. Ja. Und soll ich so vorher warm reden, oder? Die Pfanne könnte man heiß machen. Das ist jetzt falsch. Hätte ich die Pfanne vorher... Ja, komm jetzt, mal ohne Scheiß jetzt. Natürlich ist es falsch. Also egal, ob es jetzt eine fertig gekaufte Bratkartoffel ist, okay. Die Pfanne muss an, sie muss heiß sein. Ja, okay. Und das Bratgut kommt in eine heiße Pfanne. Okay. Das sind halt Sachen, die ein Koch lernt. Und das sind Sachen, die ich als nicht gelernter Koch gar nicht so richtig weiß. Alles, was man als Laie verkehrt machen kann, macht er verkehrt. Ihr habt das zweimal im Monat auf. Und dann ist es auch richtig voll. Wir haben zweimal im Monat geöffnet, dann ist es auch richtig voll. Nur mit der Disco habt ihr ungefähr die Hälfte eurer gesamten Fixkosten im Sack. Ja, mit den zwei Tagen im Monat. Könnte man so sagen, ja. Okay. Das Bistro war bis jetzt ein Nullgeschäft. Das heißt, es ist 4.800 im Monat, ne? Anstatt 14.000. Ungefähr, ja. Wobei das nur die Gastronomie angeht, betrifft, nicht das Mu-Theater. Momentan ist es bis zu einem Verlustgeschäft und sie haben auch nicht das Geld, irgendwie, dass man jetzt wirklich viel Geld nachbläst. Das heißt, irgendwie, die Mittel sind jetzt auch vorbei, also er hätte maximal noch Atem für 2-3 Monate, dann wird das platzen lassen. Das ist ja meine amtliche Halle. Alles selbst installiert und das nenne ich mal professionell. Hergerichtet. Wie viel kriegst du gesetzt hier hin? Also wir haben hier bestuhlt 200 Leute. Okay, das ist ja mal amtlich. Wir haben die erste Veranstaltung hier im Januar gehabt. Wie, dieses Jahr erst? Dieses Jahr erst. Das heißt, das ist ja noch ganz frisch. Das ist noch ganz frisch. Wie viele Veranstaltungen habt ihr gemacht? Also lass Januar? Mich kurz überlegen. Wir haben seit Januar 6-7 Veranstaltungen gemacht. Eigentlich ist das ja auch euer Kerngeschäft. Das ist auch mal unser Kerngeschäft gewesen. Ja, im Moment kommen wir da nicht mehr so hundertprozentig zu. Das tut uns auch in der Seele weh, weil das in der Tat auch das ist, was wir können, was wir wollen. Und, also weil ihr so viel mit dem Bistro jetzt zu tun habt. Genau. Aber sag mal, wieso habt ihr denn, wenn ihr das hier geschaffen habt, das denn vernachlässigt zugunsten des Bistros? Das weiß ich jetzt gerade auch nicht mehr so richtig, wenn wir jetzt so drüber sprechen. Ich kann wirklich nicht genau sagen, warum wir diesen Weg eingeschlagen haben. Es war einfach, irgendwann waren wir auf dieser Straße. Wir glauben einfach, dass man euch jetzt helfen muss und das Ganze bestärken muss, dieses Theater und diesen Eventort wirklich den zum Laufen zu bringen. Wir wollen die Leckereien, Snacks, wie auch immer, wollen wir so raffiniert dir zeigen, dass du es aber auch Mietköchen zeigen kannst. Konzeptionell irgendwie ist unser Motto für morgen, glaube ich, auch wie The Show Must Go On. Es ist aber auch so, das beinhaltet ja auch, dass das Restaurant stillgelegt wird, ja? Kommt es bei euch an? Ja, ich find's gut. Ich bin erleichtert. So, schönen guten Morgen. Ja? Guten Morgen. Live on stage, ja? Heute geht's um die Wurst, glaube ich, oder? Wie konnte ihr denn mit unserer Meinung leben, mit unserer Entscheidung, mit unserem Konzept? Wir haben gestern Abend beschlossen, mit der heutigen Abendveranstaltung ist das Bistro-Tagesgeschäft beendet. Ja. Das ist quasi heute Abend so ein Schlussstrich, ja, und morgen geht es ganz neu los. Und konzeptionell, was Essen angeht, ich würde machen einen schönen Tartar mit einem Brotsalat, einer Kräutercreme oben drauf und dann mache ich noch so ein Selleriepüree und so ein gebackenes Wiener Schnitzel als Würfel. Ja. Mit Schnitzel kenne ich mich ja aus. Was ich machen werde, ist eine Rinderroulade. Schinken, Senf, Schinken, Gurke einrollen. Wir nennen es einfach gerollten Kuhblattler. Zwei Dinge habe ich natürlich auch. Einmal Papaya-Glasnudelsalat. Und in dem anderen Glas, da machen wir ein Lassi, ist dann was ganz Erfrischendes. Gefällt es euch? Hört sich super an. Gut. Weil du ja nicht der große Koch bist, nicht groß improvisieren kannst, kriegst du wirklich die Rezepte und dann denke ich, müssen wir anschieben. Ne? Eine Pfanne hatte ich gesucht. Gestern, ne? Übrigens, zum Klopfen, ne? Ja. Ausredenkönig, jetzt komm. Hier, also. Ja. Wichtig ist, dass du, also wenn du es ein bisschen schräg hältst, ja, ne, dann wirst du es sehen, dann okay, sofort das Loch drin, ne? Ist klar, genau, das heißt, du musst wirklich
stark, gleichmäßig, gerade raufhauen. Und das muss wirklich dünn sein. Das ist der Müll und das ist das, was du brauchst. Andersrum würde ich sagen. Und das ist auch kein Müll, sondern kannst du Tomaten, Tomatenvinegar ansetzen, Tomatensauce kochen, was weiß ich. Ja? Okay. Schau, das machst du. Das Messer ist scharf. Alles klar. Vielen Dank im Voraus. Ja. Was sagst du dazu? Super lecker. Zur Wurst, das ist eine frische Sache. Absolut. Wie schaut's denn aus mit der Nervosität? Meine zittert. Schau mal her. Oh, oh, Rainer, komm mal her da. Wir müssen nicht mehr müde, Alter. Ich nehm die Handschuhhand. Nee, so mal her. Lassi ist etwas. Etwas Lassiges. Ganz Feines zu trinken. Ja, genau. Zum Schlürfen. Ne? Ja, genau. Es ist eigentlich Joghurt, kommt aus Indien. Ich will das Joghurt Lassi machen mit Avocado, okay, mit Gurke. Etwas Joghurt, da haben wir einen griechischen Joghurt genommen. Avocado habe ich drin, ich habe die Gurke drin, Koriander drin. Jetzt machen wir den Deckel drauf. So, schau her. Und das schaut mal ganz geil. Jetzt sieht man tatsächlich grüne Farbe, okay? Auf Attacke, Attacke, Attacke. Und jetzt machen wir da ein bisschen weiß. Oh, schaut doch schön aus, oder? So, drei Freiwillige. Jetzt muss ich die Leute wieder kennen. Komm her. Hatte ich dir die 10 Euro gegeben? Ja. Hat das Lassi geschmeckt? Ja? Ich würde sagen, wir bitten den zweiten der Kochprofis auf die Bühne. Fo! Es gibt einfach Tartar vom Biorind und dazu machen wir einen schönen Salat. Das ist dann so das Fundament für den Tartar. Der liegt dann oben drauf und ganz on top geht dann noch eine Creme fraiche. Ich weiß nur, dass ich gestorben bin heute Nachmittag, wenn ihr euch vorstellt. Fo kommt an und sagt, kannst du mal ein paar Tomaten vierteln? Und dann kommt er mit einem Korb an. Ich habe, ich weiß nicht, anderthalb Stunden nur, ich kann keine Tomaten mehr sehen. Also. Man hätte es in 10 Minuten auch machen können, ne? Sobald er jetzt der das abgefüllt hat, der Rainer, ja, in Zeitlupentempo wieder mal. Ich setz mich ein bisschen hin, ja. Naja, wir haben Zeit. Also gut, okay, das ist jetzt ganz gut. Jetzt gebe ich wieder das Mikrofon an unseren Chefmoderator. In Basche läuft alles ein bisschen langsamer, ne? Hier kommt der Rocker der Kochprofis, Ole Blockstedt. Jo. Ja, moin moin. So, das Vorprogramm ist durch, dann kannst du jetzt mit dem Hauptteil losgehen. Schön, dass noch ein paar geblieben sind. Und dreh ich mal um. Also, dieses Rind hat zwei Rückenstränge, einmal hier und einmal hier. Hier oben kommen wir zur Hochrippe und hier unten geht es dann zum flachen Rostbeef. Ne? Hier, wo er ein bisschen kitzlig ist. Wenn wir jetzt richtige geschmorte Rinderrouladen machen würden. Du sagst mir, wenn ich dich wieder umdrehen darf. Du darfst dich wieder umdrehen. Die Kochshow heute fand ich total witzig. Man hat es auch dem Publikum angemerkt, dass die sich da köstlich amüsiert haben. Die Kochshow hat dem Publikum gefallen, mir gefallen, den Kochprofis gefallen. Ich glaube, das war insgesamt eine runde Geschichte. Rainer hat wirklich einen klasse Job gemacht. Zu kurz zur Story, was hier passiert ist. Also wir sind hier aufgeschlagen, die Tür ging auf und ich fand mich pudelwutzwohl mit dem Kuhkonzept. Ich komme aus dem Allgäu, ich denke, schöner kann es ja gar nicht sein. Wir drei haben da einfach überlegt, was macht man denn? Meine Güte, lass den Kerl doch bitte aus der Küche raus. Das Mu-Bistro soll einfach das Theaterbistro und das Veranstaltungsbistro werden. Sie sollen Zeit haben, sich wieder auf ihre Stärken zu konzentrieren. Und wir wünschen euch mit dieser Erinnerung wirklich das Allerbeste für dieses Theater. Und ihr unterstützt es bitte.